setzen, vor allem auf ihren Unter-21-Teamspieler Christian Meierleb. Trotz strömenden Regens und bitterer Kälte fast 3000 Zuschauer heute Abend in Ried. Die Innviertler in den weißen Leibchen von rechts nach links sind sofort die dominierende Mannschaft. Das ist Roland Kramer, abgefälscht und in der 12. Minute bereits das 1:0 für den SV Marco Polo Ried. Ein Eigentor durch Isa. Dann dieses Foul an Amras von Fuhrmann. Er hatte schon gelb. Das gibt für ihn gelb-rot und damit erster Ausschluss in diesem Match. Das Spiel machen aber weiter die Innviertler. Das ist Meierleb. Sehr geschickt den Ball zurückgezogen auf Maras und Tor. 2:0 nach 33 Minuten. Alles läuft programmgemäß für die Innviertler. 3 Minuten vor der Pause, dann der erste Angriff der Wiener Neustädter. Foul von Lehrer an Köck und das gibt Elfmeter. 42. Minute, Peter Keuner verwandelt zum 2:1 und das ist auch der Pausenstand. Nach Seitenwechsel dieses Foul an Köln, und zwar vom Innviertler Libo Lehrer, auch für ihn gelb-rot und damit Ausschluss. Dann Elfmeter für die Innviertler Christian Meierleb zum 3:1, sein 7. Saisontreffer, eine wahre Torlawine, geht heute in Ried nieder. Dann erzielt Pavel Mraz das 4:1, da streikte gerade unsere Aufnahmemaschine, ich bitte um Entschuldigung. Und dann erzielt Baumgartner in der 82. Minute nach Vorarbeit von Kramer bereits das 5:1. Das war aber noch nicht alles. In der 84. Minute diese Aktion über Bichler, der eingewechselte Mittelfeldspieler, wieder auf Kramer. Kramer enorm lauffreudig. Pamel Mraz, Fehler des Wiener Neustädter Tormanns, steht 6:1. Ried schlägt Wiener Neustadt mit 6:1. Pamel Mraz erzielt 3 Tore. Führung im Burgenland ausbauen.